Ihr Stellenwert fürs Team groß, ihre Bedeutung jedoch oft unterschätzt. Ihr Spielstil vielleicht unauffällig, aber essentiell für den Erfolg. Wer läuft in seinem Team unter dem Radar? Wer sind die unterschätzten Spieler der Bundesliga-Teams? So manch eine Karriere braucht ein bisschen, bis sie in Fahrt kommt. Bei ihm könnte genau das der Fall sein. Benno Schmitz, mit 25 Jahren sicher kein Talent mehr. Sein fußballerisches Können hat er beim 1. FC Köln in dieser Spielzeit aber definitiv gezeigt. Markus Gisdol beförderte den unsicheren Kantonisten Schmitz auf diese Position hinten links und er zog das Richtige los mit ihm. Schmitz ist beidfüßig, seine Ausbildung beim FC Bayern München, Red Bull Salzburg und RB Leipzig kommt ihm heute zugute, fußballerisch sauber. Er ist schnell, er kann beidfüßig flanken, das ist ein seltenes Gut in der Bundesliga. Ob in München, Salzburg, Leipzig oder während seiner Anfangszeit in Köln, so richtig durchgestartet ist Schmitz nirgendwo. Beim FC könnte sich das unter Gisdol ändern. Alles in allem, Benno Schmitz lange Zeit unterschätzt beim 1. FC Köln, nicht zu Unrecht, er selber hat sich auch ein bisschen gebremst, hatte man häufig den Eindruck. Benno Schmitz also ist auf dem Weg, zu einer festen Größe im Team der Geißböcke zu werden. Manchmal klappt es eben erst beim zweiten, dritten oder vierten Anlauf. Der kölsche Spätstarter Benno Schmitz ist dafür ein Musterbeispiel.